Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Mario 3D Worlds Plus Bowser's Fury. Endboss Time ist jetzt. Er wollte 130 Standard, die habe ich noch schnell am Ende der letzten Folge noch offscreen schnell bezahlt, um da reinzutreten. Ich würde sagen, auf geht es gemeinsam in dieses Castle. So, wie ihr seht, ich musste den Part schon einmal aufnehmen. Denn es ist leider etwas passiert, was nicht hätte sein dürfen. Also, erstens habe ich mich treffen lassen, gleich mal anfangen hier. Habe ich im ersten Aufnahmeversuch auch gemacht. Um dann festzustellen, dass der Kollege hier eine Dings hat. Und ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz genau, wie ich dann an den Ding rankomme. Ich habe schon alles Mögliche probiert. Jo, ich verstehe nicht, wieso ich mich von dir treffen hab lassen. Ich hasse diese Gegner so ungemein. Und da oben ist natürlich der Stempel. Ich habe ihn nicht von euch veräppelt. Und das regt mich auch schon da übelst auf, dass die ganze Trottel. Okay, das darf man das nämlich hin. Das war Selbstmord, Suizid. Ich meine, ich habe mich von solchen Stacheln töten haben lassen. Oh Gott. Wobei ich weiß, würde wirklich so gerne wissen. Oha. Was war das denn jetzt bitte? Sind die von alleine geflogen? Achso, ich hab mich schon geholt. Stellt gerade ein. Okay. Habe ich das Ding gerade eben weggedrückt? Okay. Man muss dazu fairerweise sagen, ich habe absolut gar keinen Plan, wo die ganzen Green Stars sind. Ja, auf jeden Fall. Ah ja, doch, einmal eine weiß ich. Die letzte. Die ist. Ups, die letzte habe ich ja gerade eben geholt. Die erste weiß ich, die zweite allerdings weiß ich nicht. Also ich wüsste nicht, wo das ist. Und ja. Endboss. Und schaut mal auf den Hintergrund, auf die Reifen. Die sind blau statt orange. Ich bin der Meinung, dass die orange waren. Ah genau, von diesen, die leuchten, dürfen wir uns nicht treffen lassen. Sondern nur von denen, die noch in Anführungsstrichen okay sind. Denn die orangenen oder orange blinkenden oder rot blinkenden, die sind leider etwas umgeknackst und haben schon einen Schuss weg. Ich habe auch gerade festgestellt, musst gar nicht dagegen rennen, du kannst einfach stehen bleiben, tot. Schmeiß die und kick die schon zurück. Jo, jetzt aber. Todd kickt die zurück, wenn es ja, nach ihm geht. Ist ganz schlau. Ja genau, hier bin ich im ersten Versuch irgendwie reingepackt in den Boden. Bin nicht mehr hochgekommen. Also ich bin ewig weit tief gefallen und irgendwie keine Ahnung. Ich bin wirklich gesagt leider. Ich dachte echt, ich habe irgendwie einen Fehler oder spielt einen Fehler, weil die Fallanimation ewig nicht kam. Gestorben ist und dann schade. Ich habe eine Minute drauf gewartet, bis die Animation kam und die kam dann erst nach einer knappen Minute. Also ich weiß nicht, was da los war. Da lag schon das Spiel, hat sich aufgehangen.
Und dann ab von da an lief gar nichts mehr. Normalerweise soll die Lava einfach durchlaufen und nicht irgendwie was machen. Und am besten nicht springen hier. Und das zieht sich wieder ewig lange, ey. Aber schon mal Auspuff gefallen. Also irgendeiner der Edge 6 oder. Auf jeden Fall irgendeiner dieser Zylinder knackst weg und verbrennt Öl. Und läuft auf der Felge. Auf einer Goldfelge, ja moin. Oh, hoffentlich schleuderst du keine Lava. In meine Richtung jetzt. Kriege ich bitte ein Item? Noch ein Schuss. So. Das war mal ein grausiges Ende. In die Lava rein. Fast wie. Also wirklich in jedem Teil ist das. Oh, hier sind sogar alle Feen. Nee, nur eine ist gefangen und die andere ist einfach nur Begleitung. Jetzt, wenn ich jetzt rausspringe aus dem Level, dann ist er abfuck. Das geht nämlich auch. Ich hab's auch mal einen eigenen Leib erfahren müssen, wie ich einfach da rausfliege. Und wer jetzt dachte, das sei der Endboss, ich kann euch beruhigen, es ist nicht der Endboss. Natürlich geht es weiter. Allerdings müssen wir noch da die Starcoins und so ein Zeug nachholen. Und jetzt geht es wirklich zur finalen Welt. Und zwar, ein Freizeitpark ist die finale Welt. Aber als erstes ruft die Pflicht, dann die Bespaßung. Aber ich finde das Theme von dem Park auch richtig cool. Ich werde aufs genauere Stern gucken, wie man die am besten findet. Bis gleich. So, hier gibt es keine andere Wahl als ein Wandsprung. Okay, das sieht auf jeden Fall schwieriger aus, als es eigentlich ist. Und jetzt weiß ich, dass man hier hoch einfach absacken lassen. Und jetzt haben wir eigentlich schon alles. Bis gleich. Kleiner Tipp, mit dem Bumerang geht das viel einfacher und besser. So, erledigt. Und zwar hier alles.
Und den Stempel habe ich gar keine Ahnung, welcher Stempel da war in den Castle. Allerdings geht es jetzt, wie gesagt, weiter oben in der letzten Welt. Und zwar der Freizeitparkwelt. Keine Ahnung, wie es heißt. Oh, ich feiere diese Musik. Los geht es mit dem ersten Level. Natürlich mit Toadi. Oh. Jo. Du bist ganz schön langsam, also kann ich dich auch ruhig alleine lassen. Mann. Hier, was ist hier? Okay. Da ist der. Okay. Ja, ich will definitiv mal sicher gehen. Okay, Pixelogy. Da würdest du, glaube ich, auch ohne Katze kommen mit einer Stampfattacke. Und dann so einen anderen Sprungart. Och. Okay, dann haben wir die erste Green Star Teil Dings erreicht. Ah, nee, ist mir zu unsicher. Okay, das war's. Da geht's weiter. Und Halt ist erreicht und noch kein Stempel. Oh, der ist da. Oh, oha. Hä? Das fand ich jetzt so komisch. Stempel habe ich. Auf den nächsten Stern. Nein. Das war knapp, wenn man nicht aufpasst. Ist das knapp. Und... Oha. Achso, okay. Sieht schwerer aus, als es ist. Das ist ganz normal hier. Immer alles schwieriger aus, als es wirklich ist. Sagt der ungefähr fällt einer in den Abgrund. Ich hätte wahrscheinlich mit einer Stampfattacke von der Katze oder so eine Sprungattacke auch. Hätte ich hier runterspringen können, aber das Risiko wollte ich jetzt nicht eingehen. So ist doch einiges besser. So, wo ist das Gute? Oh, ein Knochentrocken-Cooper. Fliegteil. Und Belichtung, da... ist mir relativ wurscht, ob ich dunkel oder hell bin. Ich möchte von diesen wunderschönen Palllichtern bestrahlt werden von meinem Monitor. BQHD 32 Zoll Monitor macht das Spiel schon echt Spaß, obwohl das Spiel nur in 1080p aufgelöst ist. Es macht auf jeden Fall schon mal Spaß. Und vor allem curved. Und der zweite Monitor ist halt nur zum Aufnehmen da. Aber genug dieser Infos. Los geht es mit Lassie. Alter. Der Sprung war heftig. Okay. Ich würde sagen, wir haben die erste ganz klassisch übersprungen, weil eben dieser komische Fisch oder was das war. Ja. Nicht ganz auf unserer Seite war. Leider. Die Frage ist halt.
Hä? Wie komme ich denn wieder dahin zum Stempel? Muss ich dieses Bowser-Ding aber... hier wahrscheinlich eins dieser komischen Bowser-Statuen. Jo. Richtig. Zerstören halt, um dann halt eben... ja, den Stempel zu erreichen. Ist ein geiles Level. Ist cool. Zu. Super cool das Level. Wir machen das gleich nochmal. Allerdings soll das... Na, ich schneide euch bloß die Stände rein. Und die Sachen. Oh, noch ein Bowser. Zug. So, da ist der erste geholt. Okay, mit den... ja, Stadion hat etwas zu tun. Und zwar genau das. Der Stempel hier ist ein Fragezeichenblock. So, weiter geht es hier mit diesem Level. Süßes Räderwerk. Ja, ob das wirklich so süß ist? Inwiefern ist das überhaupt süß? Okay. Ja. Da kann er runter. Ui. Das wäre vielleicht schlauer gewesen. Hä? Ja, moin, wollte ich irgendwie von irgendwas getroffen haben, der Piranha-Pflanze oder was? Die Frage ist, war ja was? Nein, ich hoffe auch nicht, ne? Oh, hier ist was. Jo. Oh, verdammt. Das dreht sich viel zu schnell, weil es Geschmack ist. Und du drehst dich viel zu langsam. Nee, nicht viel zu langsam. Sondern die Ratten da drauf, oder was für ein Zeug das sein soll. Ist sehr nervig. Und ich muss überlegen. Gut, ich sehe nichts an Sternen. Und auch nichts an Stempeln. Wird ja auch nicht sein, ne? Hä? Die hat mich doch eigentlich voller Kanne getroffen. Gut, das Stempel habe ich schon mal. Ich sehe da unten was. Jo. Okay, perfekt. Das ist auch schnell und easy abgehandelt. Oh, gut, dass ich unten drunter durchgekommen bin. Und... nein. Oh. Da ist er. Da stimmt was nicht. Hier muss es weitergehen. Ich sehe allerdings gerade. Jo, easy. So, okay. Erledigt. Super cool. Es ist eigentlich ein ganz geiles Level und das ist alles Kuchen hier. Oh, lecker, das sind Kekse. Hm, lecker. Jo. Ja, stimmt, so eine Kirmes kannst du ja auch viel futtern. Kirmeskuchen. Boomerang-Toad. Süß. Also meine Lieblingsstempel sind wirklich die Katzen-Toad-Stempel und dieser, ja, Toad-Stempel halt. Toad-Stempel. Nicht Toad, sondern Toad. So, noch eins machen wir. Und zwar diesen Bowser-Zug hier.
Okay. Ich hoffe, es wird nicht allzu schwierig. Beziehungsweise nicht allzu lang. Logischerweise. Ich wollte eigentlich sagen, logischerweise, wie bei Zügen, halt bei Bowser so üblich. Scrolling Levels. Das hängt definitiv. Mit irgendwas zusammen. Nein, nein. Ernsthaft jetzt? Das war ja mal komplett Facepalm jetzt. Okay, scheißegal. Ihr habt gesehen, wo es ist. Ich hole das völlig offscreen nach. Aber jetzt geht's mal gegen Pam Pam. Da sein. Hinten und perfekt tot. Jo, war easy dazu. Ich frage mich allerdings immer, wieso wir in so einer, ja, Schloss oben sind. Ist doch eigentlich scheißegal, ob wir eine normale Zielflagge haben oder so eine. Ich meine, das suggeriert mir, dass wir einen Endboss haben. Obwohl, gut Zwischenboss, aber trotzdem kann man eine normale Flagge machen. Naja, egal. Wenn die Folge euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo und einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal und ciao.